Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Myst Survival in der Entwicklerversion. Ja, ich habe hier noch mal ein paar Ankündigungen zu machen. Als erstes vielen Dank an einen Zuschauer und dann noch mal später an einen zweiten, der sich genauso gewundert hat. Ich kenne die Vorversion, die erste Version kenne ich nicht. Ich kenne das Spiel erst seit letztem Jahr. Und da gab es diese schöne neue Karte, die nicht unbedingt perfekt war, aber sie war auf alle Fälle toll. Dazu muss ich sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Und als ich hier reinkam und dieses Haus gefunden habe, kam mir der Gedanke, das kennst du von irgendeinem Bild. Ich habe es noch nicht erwähnt, weil ich mir eben nicht sicher bin, ich habe diese Version nicht gespielt. Aber jetzt gab es in die Kommentare den Hinweis, das ist ja genau dasselbe Karte wie die erste, nur ein bisschen fein verändert. Ja. Der Gedanke kam mir auch. Als ich das Haus sah, diese Zufahrt hier vorne, das war genauso ähnlich, wie ich es auf Bildern gesehen habe. Naja, nur, dass wir da mal Bescheid wissen. Also es wird wohl die veränderte alte Karte ein bisschen wohl mit eingepflegt werden, wie auch immer. Des Weiteren gab es den Hinweis in den Kommentaren, es könnte sein oder man kann durch den Tunnel gehen, wo wir schon mal drin waren jetzt hier. Ich wüsste jetzt nicht genau wie. Es gibt da noch diesen Wagen, den man dort wegschlagen kann. Es sind ja immer so Symbole dabei. Und aber wo ich durch die Karte gefallen bin, war keine optische Verbindung zu sehen, dass dieser Tunnel weitergeht. Wenn ihr euch das nochmal anschaut in der Folge vom Sonnabend, wo wir das erste Mal reinschauen, falle ich ja durch die Karte. War das in der Folge? Ja, ich glaube schon. Oder das war in der ersten Folge am Sonntag. Wo ich das nochmal unter meinen Testlauf wo ich die Karte so ein bisschen erkundet habe, wo ich das mal so für eine Minute mit reingeschnitten habe am Anfang. Den weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle fallen wir durch die Karte und es sieht nicht so aus, als ob die schon verbunden wäre mit dem Hauptteil. Ist auch egal, ich wollte es nochmal gesagt haben. Weiß ich nicht so genau. Wenn du den Weg gefunden hast, kannst du das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann können wir uns den Weg gerne anschauen. Für mich sah es optisch von der Matrix nicht so aus. Des Weiteren habe ich nochmal. Ihr seht, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe eine Ahnung, wo ich die her habe. Ich glaube, ich hatte gestern... Hatte ich gestern eine Lebensmittelvergiftung, wo wir aufgehört haben, oder hatte ich einen Fuß, einen Spreizfuß hier, Knöchelverletzung? Folgendes ist passiert. Es ging mit dem Wagen überhaupt nicht. Der schleppt das ja jedes Mal mit, unser Inventar. Und ihr seht doch, es hat sich ein bisschen was verändert. Der Tisch ist verschwunden, die Stühle habe ich so hingestellt, der Tisch ist verschwunden. Das Regal ist hier verschwunden, ich habe es aber nicht weggemacht. Gleich vorneweg. Hier stand auch was, das ist auch weg und da an der Ecke hinten stand auch noch was. Und hier stand, glaube ich, auch ein Tisch. Das ist alles weg und hier stand, glaube ich, ein Regal. Habe ich nichts damit zu tun. Ich habe es versucht, mehrmals ein- und auszulocken, ob das wiederkommt. Hier standen Kisten, die sind auch weg. Gestern zum Beispiel, wo ich das... Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe das alles nochmal nachgespielt. Ich habe mich gestern nach dem Dienst hingesetzt und dachte mir, das wird bestimmt 2 Stunden dauern. Die hat es auch. Nach 2 Stunden 9 Minuten war ich so 10 Minuten vor der Fertigstellung und bin hier oben... Habe ich das Café als letztes gemacht und bin in dem Café in einen Raum reingeswitcht, gebackt, wie auch immer, und kam aus diesem Raum nicht mehr raus. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die Tür aufgeht, weil die so hinter Kisten war. Könnte ich das gerne nochmal angucken in der Folge. Rechts hinten in dem Gastraum ist so ein Raum. Da stehen so Kisten oder Schränke, Tische, irgendwas davor, Stühle. Und da wollte ich mal gucken, ob die Tür aufgeht. Geht leider nicht. Ich bin aber irgendwie reingeswitcht und kam nicht mehr raus. Und damit war diese Aufnahme auch hinfällig. Habe ich eine zweite Aufnahme gemacht. Die habe ich nach 39 Minuten abgebrochen wegen einem massiven Bug. Da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Und dann habe ich mich nochmal... Also insgesamt waren es knappe 6 Stunden. Jetzt könnt ihr mal rechnen, die zweite Version hat dann 2,5 Stunden gedauert. Bis wir dann jetzt zu dem jetzigen Stand sind. Wir sind jetzt am dritten Tag. Ich esse 7.20 Uhr. Wir haben, wie gesagt, eine Lebensmittelvergiftung. Warum? Weil ich nicht genug zu trinken habe. Mir geht das Trinken aus und das ziemlich heftig. Und wir müssen irgendwie ein bisschen was bauen. Ich war hier hinten an dem See. Hier hinten gibt es so einen schönen See und ich würde mal sagen, das ist kein Nebel für die Zombies, ne? Sonst hätte man nicht die Geräusche, sondern es ist ein normaler Nebel. Und hier hinten ist ja der See und ich hoffe jetzt zumindest, dass es ein normaler Nebel ist. Und da hatte ich mir hier, wollte ich mir mit dem Eimer Wasser, den ich dabei habe, den habe ich übrigens aufgefüllt, gibt es so eine Sache hier und das kann ich euch gerne mal zeigen. Du gehst also hier ran an das Wasser und dann kommt ja wie immer hier trinken oder Flasche füllen. Und ich weiß nicht, welche Taste es ist, weil ihr seht das genauso wie ich, man sieht nichts. Es gibt also E, die erste Aktion, die zweite Aktion, die dritte Aktion, das wäre also E, bei mir Y und X.
Mit X habe ich jetzt bis heute noch nichts bewegen können in meinen Aufnahmen hier. Aber ich habe einfach mal Y gedrückt. Oder E. Nee, Y habe ich gedrückt, weil ich dachte, füllen wir mal die Flasche auf oder so. Ich hatte eine Flasche oder einen Eimer dabei. Einen Eimer hatte ich dabei. Ja, der hat die Flasche nicht aufgefüllt. Da gab es eine Trinkanimation, wie als hätte ich eine Flasche, 2 Liter voll. Und die habe ich so ein bisschen ausgetrunken. Und ja, dann war das alles gut. Dann habe ich noch den Eimer gefüllt, bin zurückgelaufen, habe den Eimer reingestellt, dass wir erstmal Wasser haben. Ich habe auch schon ein bisschen Brennholz, ich habe Streichhölzer. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist dieser Bunsenbrenner. Und den werden wir uns jetzt mal besorgen. Vielleicht funktioniert das mit dem, dass wir dort Wasser abkochen können. Der ist nämlich neu. Den hatte ich in der ersten Version, habe ich den geholt. In der zweiten Version habe ich den nicht mehr. Ich mache mal hier die Tür zu, falls es noch umschlägt. Das sieht so aus. Pfanne, Töpfe und da müsst ihr aufpassen. Das multipliziert sich. Also ich weiß nicht, ich habe da auf einmal einen ganzen Berg Schrott hier. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, aber wenn ich das jetzt aufnehme, kann es sein, ich nehme es auf und nehme es auf und nehme es auf. Der Topf steht immer noch, aber ich habe das ganze Inventar schon voll. Also ist echt übel. Ich glaube, den Bug hat man auch letztes Jahr schon irgendwie mal, bis er gefixt wurde. Mir ist das ein bisschen spanisch, warum das immer wieder auftaucht. Dass, wenn das doch einmal gemacht wurde, sollte das doch erledigt sein, auch in der Testversion. Aber dafür ist es eine Testversion. Ich wollte es nur sagen, wer das selber spielen will, rechnet mit allem Möglichen, vor allen Dingen, dass hier nichts funktioniert. Na, das ist erstmal das. Wir haben jetzt hier den dritten Tag und ich musste die Einleitung jetzt leider so machen. Und ihr seht auch, mein Essen und Trinken ist ziemlich weit am Ende. Ich habe diese Lebensmittelvergiftung. Ich habe jede Menge Zeug. Ich zeige das euch noch. Oh, kann ich das noch essen? Aber ich habe sowieso schon eine Vergiftung. Dann ist das eigentlich egal. Ja. Das ist jetzt durch die Nacht gekommen. Da ihr seht, ich habe auch was vom Baum abgeschlagen. Da hatte ich mich daran erinnert, dass wir noch irgendwas brauchten. Die Rinde hier. Ich glaube, Bark ist Rinde, ne? Dass wir da zu Potte kommen. Und weißt du was, das ist auch... Es ist egal. Wir haben die Lebensmittelvergiftung so oder so. Ich hoffe, dass sie sich nicht verlängert. Der Balken wird zumindest nicht wieder kleiner. Dann sind wir zumindest gestärkt. Ja. Ihr seht, ich habe noch Essen. Ich habe auch ein bisschen Verbände. Ich habe ein paar Spritzen und all sowas ein bisschen gefunden. Ich habe hier auch eine Flasche gefunden. Die habe ich aber gleich ausgekuttelt, weil ich gestern schon in der Not war. Ich nehme die mal mit. Vielleicht können wir da noch was drehen. Dann habe ich hier ein bisschen Ketchup oben und ein paar Weintrauben. Weißt du was, die kann ich mal essen. Vielleicht gibt das ein bisschen Flüssigkeit. Es ist sowieso egal, was wir jetzt essen. Wir haben die Vergiftung und, oh, das gab, glaube ich, ganz gut. Das war nicht schlecht. Ich weiß nicht, was wir mit dem Ketchup machen, was der bewirkt. Ist das Essen? Eat or Split Half? Split One? Split One machen wir mal, ja. Und dann haue ich mir hier eine Dose Ketchup rein, oder was? Wow. Das klingt wie ein Apfel. Ich habe das Plastik gegessen. Also sehen tue ich nichts. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen das mal. Wie gesagt, ich habe noch hier diese wunderbaren Dosen. Da würde ich mal eine mitnehmen. Dann ist, glaube ich, hier so mehr oder weniger alles leer. Der Kühlschrank ist leer. Das ist leer. Das ist leer. Hier habe ich jetzt meine Werkzeuge drin. Hier wird das dann auch noch aufgefüllt, wenn wir was brauchen. Das ist mein Schrank, der für, ist für spezielle Operationen. Und das werde ich euch gleich zeigen. Also was, ich tue das mal hier mit rein. Ihr seht also, ich habe hier so ein bisschen Treibstoff, da können wir mal vielleicht einen mitnehmen, dass wir mal ein bisschen Treibstoff haben. Denn es gibt nämlich hier hinten Licht und ich habe euch das ja, glaube ich, schon mehr oder weniger so ein bisschen angedeutet. Hier habe ich Klamotten, hier so ein bisschen Schnickschnack, hier ist der Eimer mit dem Wasser, nochmal ein Kochtopf. Die Stifte funktionieren nicht, kann da knicken. Hier könnte man jetzt, warte mal, dann machen wir das so. Hier könnte man jetzt Wasser holen. Wo hatte ich das jetzt hergeholt? Irgendwo von hier, glaube ich. Dann tue ich das mal hier rein, dass das hier sichtbar ist. Und das ist meine Trinkflasche, die hat zwar bloß 300 Milliliter, aber was soll's. So, dann habe ich hier in der Mitte ein bisschen Holz und Steine und also ein bisschen Natürliches. Und drunter haben wir nochmal so ein bisschen Krimskrams. Und hier oben jede Menge Metall und sonstiges Zeug. So, so sieht's aus. Ich habe hier nichts in dem Haus abgebaut. Alles, was hier fehlt, ist verschwunden. Genauso wie draußen das Zeug verschwunden ist. Ich habe hier ein bisschen Dünger von der Farm mitgebracht. Und das ist die Farm oder dieses erste weiße Haus, wo wir drüber gelaufen sind, wo ich gesammelt hatte. Ich habe das im Endeffekt genauso nachgespielt mit kleinen Abwandlungen. Es kann sein, dass wir ein paar Schränke mehr haben, aber auf alle Fälle kann ich sie jetzt platzieren. Und das Schöne am Platzieren ist eigentlich, ich hatte einen Fehler gemacht und ich wollte das gerne nochmal zeigen. Bei mir ist das die Taste, ich habe das auf die Taste, die Aktion 2 auf Y gelegt. Ihr nehmt das so auf, dann trägt er das so. Jetzt drückt ihr nochmal Y und das habe ich nicht gewusst. Und dann seht ihr das. Jetzt könnt ihr mit dem Mausrad das auch drehen, so wie es eigentlich da steht. Aber es steht eben nicht da, dass man nochmal Y drücken sollte. Und jetzt könnt ihr mit Q und R es rotieren und abstellen. Mit der linken Maustaste, wenn ihr die rechte nehmt, werft ihr es ein Stück davon.
Okay, und das ist es einfach. Und wir werden das gute Stück hier mitnehmen. Das ist unser Transportwagen. Es ist jetzt nicht die tollste Art, aber es ist eine Art, wie wir es machen werden. Und ich will noch mal ganz kurz was schauen. Wir haben im Baumenü ein paar Möglichkeiten. Stöcke und Steine. Ich glaube, da habe ich nicht genug. Ich mache das mal so auf. Aber wir können ja mal gucken. Stöcke und Steine, das sollte passen. Was habe ich noch im Baumenü? Ich bräuchte nämlich eigentlich was anderes, ne? Ihr wisst, was ich brauche. Genau, das hier. Holz, Eimer, Metall. Das hätte ich auch da. Das wäre mir sogar wichtiger. So, was hat er gesagt? Holz, Eimer, Metall, Eimer. Eimer hatte ich irgendwo hingetan. Wo habe ich den hingetan? Den habe ich gefüllt. Sehr gut. Da brauche ich noch einen zweiten Eimer. Aber ob gefüllt oder nicht gefüllt, ich brauche es irgendwie sowieso. Ich hatte doch noch einen, glaube ich. Muss mal ganz kurz schauen. Das ist ein Topf. Ein Topf geht nicht, ne? So, jetzt muss ich nochmal schauen ins Baumenü. Holz. Habe ich eine Axt? Nö. Und ihr seht auch, ich habe schöne Waffen gefunden. Ich habe mehr oder weniger das wiedergefunden, was wir schon so ein bisschen hatten. Aber ja, so ist es halt. So, da machen wir das jetzt mal. Es läuft ja irgendwie trotzdem. Ja, ich habe auch schon mal testweise das Geländer gelegt, zerlegt gehabt. Und da gibt es Holz und so ein bisschen Zeug raus, ein bisschen Metall. Feine Sache. So. Oh, jetzt. Jetzt haben wir die Stelle gefunden. Sehr gut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und es sollte. Oh wow. Ich habe gedacht, der bleibt oben. Und es sollte natürlich so sein, dass wir wieder Äste und sowas kriegen. Blätter nehmen wir auch alles mit. Ich sammle das hier mal alles ein. Es ist ja vonnöten. Das kann auch von mir sein, wo ich hier ein bisschen was weggemacht habe, dass das woanders hingesprungen ist, wo ich es nicht gesehen habe. Ist aber auch egal. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Make Wood Dings da. Jetzt haben wir hier eine Markierung. Q und N können wir machen, ne? Wood Blanks und Carry Log. Ich will aber keine Blanks, ne? Ich will. Na, warte mal, wir machen das mal. Säge. Ich brauche eine Säge, natürlich. Ja, jetzt haben wir natürlich hier das Nebelimperium, aber was willst du machen, ne? So, dann nehmen wir natürlich eine Säge. Was ist die schlechteste? Keine. Aber das so habe ich ausgerüstet. Ja, das fängt es wieder an mit dem Ausrüsten, ne? Aber gut, ist halt wie es ist. So, machen wir das so. Das machen wir zurück. Jawohl. Ja, und dann ist es das, ne? Ihr könnt das auch gerne mal carry. Carry ist, sehe ich nicht. Ich nehme mal die Y-Taste. Ja, das sieht gut aus. 2, 3, 4, 5. Kann ich gar nicht glauben. Können wir 5 Stück tragen? Waren das nicht immer 3? Okay. So, dann werfe ich die mal hier ab. Dann nehme ich mal die 4. Die ist noch nicht ausgerüstet. Warte. Okay, muss ich nicht ausrüsten, dann machen wir es so. Gut. Dann sollte das passen. Und ich hoffe, jetzt kommt hier. Wow, ist das laut. Okay. 4 schöne Planks. Sehr gut. Mache ich gleich nochmal. Da haben wir was da. Sehr schön. Und ich mache mal noch eins. Muss ich bloß mal schauen, kann ich mir den auch noch was machen? Pickup und Carry, jawohl. Pickup und Carry, okay. Gibt's mir auch Kraft. So, wie sieht das mit deinem meinem Inventar aus? Okay. Ja, jetzt, da müssen wir wahrscheinlich, genau, da müssen wir wahrscheinlich das genau anders machen. Warte mal, wie ist es denn nun mit E? Mach mal auf hier. So, dann mache ich das nämlich so. Und wieder so, das sollte funktionieren, jawohl. Ich glaube, das Holz kann ich mal hier reintun. Das kann ich auch hier reintun und das auch. Jawohl. Ist die Frage, tut man das jetzt innen platzieren? Ich denke schon, ne? Make wooden planks, ne? Aha, okay. Ja, da ist es doch, siehst du, das wollten wir haben. Ich mache mal noch einen. Sehr gut. Okay, dann hätten wir das. Mache ich mal hier die Tür zu. Und ich glaube, den Wasseraufbereiter, den mache ich mal hier drin, ne? Muss ich nochmal prüfen.
So, wir haben alles. Sollte ich den so lassen? Passt er hier hin? Der passt dorthin, wenn ich das wegmache. Gut. Aber das will ich jetzt aber nicht. Gut, dann mache ich das mal so. Ich mache es nicht so nah dran, dass wir hier keine Probleme haben. Und ich hoffe, dass das so funktioniert. So, und jetzt brauche ich einen Bauhammer. Gar nichts angegeben, was ich brauche. 45 Minuten braucht ihr. Ja, dann mach mal. Kann doch gut für meine Lebensmittelvergiftung sein, dann ist die auch wieder weg. Sehr schön. Also vom Nebel zum Nebel, auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir zumindest schon mal Wasser. Das heißt, ich brauche einen Eimer. Den kann ich, glaube ich, nicht herstellen. Kann ich eine Werkbank herstellen? Werkbank haben wir hier. Oh, Schnittholz haben wir doch gemacht. Workbench. Warte mal. Ich hoffe, die hält noch eine Weile, die Axt. Da habe ich nämlich nicht so viel gefunden davon. Sehr gut. Ist hier was runtergefallen? Ja, aber ich habe so den Eindruck, dass es so ein bisschen durchbackt, aber was willst du machen? So ist es halt. So, dann kann ich das hier rüber tun. Genau. Und jetzt bräuchte ich was? Da brauche ich noch einen Baumstamm. Aha. Ja, jetzt haben wir natürlich gerade hier den Rotz. Aber gut, was willst du machen? So. Gut, dann machen wir gleich noch die Werkbank. Da brauche ich noch das und das. Das nehme ich schon mal mit. Jawohl. Und das Holz könnte ich mal hier reintun. Das brauchen wir jetzt nicht. Die Äste brauche ich auch nicht mehr. Ja. Und ich glaube, ich esse mal das hier. Es bringt ein ganz kleines bisschen Flüssigkeit, aber unterm Strich, ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt losmachen, werde ich mich nochmal am See ein bisschen verköstigen. Aber ich möchte gerne nochmal... Ach Mann. Zumindest habe ich ein Schlafzimmer, das ist ja schon mal was. So, machen wir mal ein Stündchen oder so. Ja, sehr gut. Ja, jetzt könnte man natürlich schnell gucken gehen, ob man noch einen findet, der hier rumliegt, aber qualmt hier noch einer. Es muss ja auch nicht unbedingt einer bei uns gewesen sein, ne? Das kommt ja noch dazu. So. Ah ja, hier fällt noch mehr runter, das ist sehr gut. Ja, die Lebensmittelvergiftung hält ziemlich lange an. Aber dann ist das so. Sehr gut, 4 Stück. Nehme ich alles auf. Bringt uns ja was. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich brauchte nochmal Bretter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah ja. Ja, wie gesagt, wenn du da zweimal die Taste drückst, dann hast du das nämlich in der Sichtbarkeit, ne? So hier. Und das ist schon nicht schlecht gemacht, aber ist halt nicht so, wie wir das gerade wollten. So, warte mal. Ich glaube, da muss ich erstmal die wieder deaktivieren. Genau. Dann kann ich die rübernehmen, dann kann ich die Säge hier rein tun. Oh wow. Na, wir tauschen es mal mit dem Gewehr. Und dann mache ich hier nochmal den Sägenden. Und dann ist es das. Ja, und so vergeht die Zeit, ne? Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob wir heute noch zu was kommen. Aber ich werde das schon ganz gerne noch bauen. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich es schon bauen? Habe ich alles dabei? Warte, wo ist es denn? Hier. Jo, haben wir. Ja, da würde ich mal sagen, ich baue die hier hin. Neben dem Lichtschalter ist eine gute Sache. Baumenü. Eine Werkbank. Eine Werkbank ist immer gut. Wieso drehst du dich? Oh, wow. Rotät. Ah ja, die hat eine Eigenrotation, keine Ahnung. Das treibt man der aber ganz schnell aus. So. Brauche ich was im Werkzeug? Nee. Eine Stunde. Wow. Na, dann mach mal. Ich hoffe, hier kommt keiner rein. Aber sieht gut aus, auf jeden Fall. Oh wow. Dehydrierung schon wieder. Gut, das heißt, ich würde noch mal ganz kurz hier reinschauen, was wir hier Schönes machen können. Also wir können jetzt auf alle Fälle ein bisschen was herstellen. Das ist ja schon mal was. Nägel können wir herstellen und Dings. Dafür haben wir auch Zeug da.
Falls wir das brauchen. Und ich glaube, einige Sachen brauchen wir ja. Flasche können wir herstellen, Schraubenzieher. Also die nötigsten Werkzeuge hätten wir erstmal. Einen Eimer könnte ich noch herstellen. Würde ich mal machen. Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass wir hier... Ja, ich brauche dringend einen Eimer. Das bleibt nicht aus. Ich muss hier noch so einen Eimer machen. 45 Minuten. Wow. Der Tag ist gleich rum. Das konnte ja keiner wissen. Habe ich den Eimer? Sehr gut. Okay, machen wir Tür zu hier. Das stört mich irgendwie. Derweil wollte ich mit euch heute wo schön hin, aber dann ist es eben so. Dann war heute Eimertag. So. Und das nehme ich mal zurück. Das tue ich mal hier rüber. So, das kann da hin. Jawohl, das haben wir. Ja, das nehme ich mal mit, falls wir da was finden. Ich glaube es nicht. Das ist für uns für Wasser. Das können wir gleich füllen. Warte mal, da hat man doch irgendwo eine zweite. Ich glaube, die war nicht hier. Doch, da war sie. Ich könnte sogar den Eimer füllen, ne? Ich weiß aber nicht, was der trägt. Aber, weißt du was, wir machen das mal. Ich nehme mal die ganzen Eimer hier mit, die Pötte. Und jetzt hat er sich verdoppelt. Habt ihr das gemerkt? Ich habe gedrückt. Wir müssten jetzt, ja. Komisch, ne? Irgendwie ist es komisch. Aber okay, dann... Mit Y müsst ihr das aufnehmen. Also mit der zweiten Aktionstaste, sonst wird es verdoppelt. Ja, okay, bei dem ging es nicht. Da war es mit der E-Taste, also mit der ersten Aktion möglich. Aber na gut. Gut, ich muss mal schauen. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen auf alle Fälle viel Wasser. Wir brauchen hier mindestens, keine Ahnung wie viel. 10 Liter waren es. Oder waren es früher 16? Ich weiß es nicht mehr. Ich hole mal was. Wir haben Streichhölzer, wir haben Feuerholz und wir haben das. Und dann sollte unser Wasserproblem für den Anfang erstmal gelöst sein. Das werden wir jetzt mal tun. Wieso habe ich den Eimer eigentlich so blöd hier? Ich stelle den mal ab hier. Ich nehme dich mal mit E auf. Ich hoffe es zumindest. Ja, danke. So, ich habe sowieso Lebensmittelvergiftung. Ihr seht es. Deswegen kann ich jetzt auch gerne hier nochmal aus dem Wasser trinken. Es macht keinen Unterschied. Ne? Wollen wir doch hoffen, dass unser Leben es aushält? Ja. Nein! Wieso? Schatten? Schatten! Das ist ja... Ist der hier rausgekommen? Der ist nämlich einer drin. Das könnte sein, dass das der ist. Weil wir hier genascht haben vom Wasser. Vom Lebenswasser. Der Quelle des Lebens. Das ist diese Trinkanimation, da habe ich gedacht, wir haben eine eigene Flasche, aber nee, es war das dann doch nicht. Ist aber auch egal. So, dann würde ich nochmal hier schauen, ob wir das hier so hinkriegen oder hier. Genau, das ist die Sache, die ich will. Da werde ich hier den nochmal voll machen. Jawohl. Dann machen wir die voll. Was passt da rein? 3 Liter? 2,5 waren es. Ja, das wäre eigentlich dann was für sauberes Wasser, ne? Da lasse ich mal einen frei. Obwohl, wir schütten das hier rein zum Abkochen. Das sind ja dann die, die frei sind. So, mal schauen. Oh, der geht nicht. Ah, der geht nicht. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann können wir zurückgehen. Ja, und so sieht das dann aus hier, ne? Aber es ist echt heftig. Da steht er hier im Schatten. Das hält es im Kopf nicht aus. Tut mich das Spiel hier trollen. Naja. Willst du machen, so ist es, ne? Ja, ich habe das eigentlich schon mal eingesammelt, aber durch das neue Spielstand jetzt, sage ich mal, durch das Nachspielen habe ich das jetzt noch nicht eingesammelt. Wir haben genauso an unserem ATV haben wir auch schon 2 Reifen. Das habe ich also, wie gesagt, alles versucht so hinzubiegen, dass es funktioniert. Alles andere werden wir sehen. Und ich hoffe, die Streichhölzer funktionieren jetzt. Wir haben bloß 7 Stück. Ich brauche 4 von den Hölzern. Haben wir da 4? Jawohl. Das funktioniert auch. Das ist cool. So, jetzt mache ich mal hier so eine kleine Müllecke. Ja. Also der Multiplikator ist wieder da. Den hat man ja letztes Jahr auch im Spiel. Ne, hier muss ich hin. Ja, dann ist das so, ne? Kann man nicht ändern. So, ich werde jetzt erstmal Wasser reintun. Und zwar Safe Water. Nee. Muss ich das hier wirklich eingeben? Ja. Wow. Das ist auch sowas. Hier muss ich es eingeben. Hier kann ich es nehmen, was ich brauche. Warum? Warum so viel Unnötigkeit? Naja. So, passt das noch mit die 16 Liter? Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ja 16 Liter, ne? Müssen wir mal gucken. Wenn das jetzt funktioniert, wäre das super. Ja, tolle Sache. Dann machen wir 15, das ist auch cool. Und dann können wir jetzt hier das anzünden. Distill. Wir haben alles da, ne? Das sollte jetzt funktionieren. Dankeschön. Und wir haben schon 10 Liter drin?
Nein, ist nicht dein Ernst, oder? War das das? Wow. Danke. Das war ja, stimmt ja, am Anfang waren 10 Liter drin, das wusste ich nicht mehr. Aber cool. Sehr, sehr schön. Und leider ist es jetzt dunkel. Naja, was willst du machen? Dann wird das heute eben eine Folge hier am Haus und Hof. Den Eimer, der ist wichtig, den tue ich mal hier hin. Das habe ich eigentlich auch irgendwo, aber frag mich nicht, wo. Das kommt hier hin. Da haben wir ein bisschen Munition und so ein Zeug. Ja, die Taschenlampe geht übrigens auch nicht runter, ne? Die habe ich jetzt auch schon mehrmals verwendet. Da bewegt sich auch kein Meter nach unten. Das bleibt so, wie es ist. Dann ist es so, ne? Gut, das kann ich mal zurücktun. Ich bin so happy, dass das jetzt funktioniert hat. Und ich mache mal hier eine kleine Notreserve noch, falls wir mal irgendwo nicht aufpassen. Hier sind schon 40 Milliliter reingeflossen. Sehr schön. Es hat sich trotzdem bewegt, also die Verdunstungsrate scheint ziemlich hoch zu sein. 140 hat er verbraucht und wir haben gerade mal 50 bekommen. Mhm. Wow. Gut, dann ist das so. Dann ist das so. Halt, meine Bottle. Meine Bottle. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch weiß, wie das so funktioniert, aber ich habe es hingekriegt. Im Endeffekt ist es ja auch nicht so schwer, aber ihr wisst ja, manchmal ist da das Ei des Kolumbus und so. Und nee, das wollte ich da gar nicht mitnehmen. Ich wollte das mitnehmen, genau. Und den nehme ich trotzdem mit. Das lasse ich hier. Das können wir essen. Das ist meine Munition für unterwegs. Ich habe 9 mm. Von den anderen habe ich nichts mehr. Ich Revolver-Munition. Also der Revolver gefiel mir ja damals schon am besten. Nach dem Pfeil vielleicht. Und Pfeil und Bogen. Und gefällt mir jetzt immer noch am besten. So, wie spät haben wir es denn jetzt? Wir machen mal Nägel mit Köpfen. 16 Uhr. Wir haben vielleicht noch eine Stunde Zeit. Deswegen machen wir mal hier den Ausflug wenigstens noch zum Wasser hier runter. Ich nehme den als Transportmittel nehme ich den mit. Ich denke, das ist eine gute Sache. Und dann gucken wir mal, ob der schon wieder nachgespawnt ist. Der Räuber. Ja, die Tür ist offen. Die hat er weggeschlagen, ne? War das so? Oder ist das ein Anzeigefehler? So, ich stelle das mal dahin. Ich habe hier nur noch einen Schuss drin. Ich nehme mal die hier. Und wir gucken mal nach, ob der... Ne, das war der. Das war der, der hier drin ist. Gut, dann Leder. Ja, das ist Metall. Das bräuchte ich nicht. Munition. Sehr gut. Hier an diesen Flaschen können wir die Flaschen auffüllen. Ich habe das ja in der Version jetzt schon gemacht. Wir haben also zwei gefüllte Flaschen. Ich werde es euch mal zeigen, wenn wir das irgendwie verbraucht haben. Oh, super. Holz. Ja. Wie gesagt, man kriegt eigentlich alles durch Sammeln. Man braucht nichts selber herstellen. Ein Bogen. Das Problem ist, wir haben keinen Köcher und was zu essen. Oh, das ist gutes Essen. Ist noch was hinter der Tür? Bestimmt nicht. Ich brauche was zu essen. Ja, ich esse das jetzt. Das bringt ein bisschen Flüssigkeit und Essen. Nicht zu viel, vielleicht so 50%, 40%. Sollte also gut unseren Balken beidseitig füllen. Schauen wir mal rein. Was sagt er? Ja, ist okay. Gut. Schauen wir hier nochmal rum. Toilette? Auf der Toilette gibt es eigentlich immer Rucksäcke, ne? Wie gesagt, Rucksäcke, Freischaltung von ohne zweite Axt, das ist sehr gut. Oh, Erde oder Dünger. Also im Tunnel gibt es den Rucksack, wo ihr... Oh, hier ist was drin. Warte mal, das wollte ich nicht. Den hier wollte ich. Sehr schön. Sehr schön. Single Shot. Ist nicht so schlimm, nehme ich trotzdem. Single Shot gefällt mir auch. Nur mit Double Shot kommst du eben, also mit der doppelläufigen hast du eben zwei Schuss, ne? Da kannst du mal was versemmeln. So, ich glaube, wir sind hier fertig, ne? Ja, den Pott, den lasse ich da. Das bringt bloß Metall. Im Klammern bloß Metall. So, dann kann ich das hier mal reintun. Das ist Rifle-Ammo, das ist M4-Munition, warte mal. Die kann ich gleich mal laden. Dann ist der Slot leer. Jawohl. Dann wieder weg damit. Da rein. Und so, und das war... Oh, Revolver.
Ein Schuss, Wahnsinn. Na gut. Okay, ich würde ja eigentlich nochmal gerne hier hinten schauen. Kommen wir da hin irgendwie? Ja, müssen wir den Bogen laufen, okay. Ich hoffe mal, dass wir es noch schaffen vor der Dunkelheit. Würde ich gerne nochmal reinschauen in das Haus. Dann haben wir hier den See heute mitgemacht. Wir haben Wasser, wir haben... Ja, Essen ist da, wir haben gefunden. Aber Wasser war jetzt ein Problem. Wir sind ein bisschen kränklich, aber ich habe auch Medizin. Ich könnte das normalerweise wegmachen. Siehst du, das hätte ich wegmachen können. Ich habe doch 3 Dosen von dem Zeug da. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Eieiei. Aber ist nicht so schlimm. So werft ihr das dann weg und dann fliegt das irgendwo hin. Ja. Ich werde euch übrigens auch noch zeigen, es gibt Schränke zu finden. Mit den Schränken könnt ihr aber nichts anfangen. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht. Oh, das brauche ich aber. Oh. Das ist echt nett. Munition ist immer gut. Bretter. Ja, das ist so eine Gasbottle. Was ist denn das hier? Grashalm, okay. Hängt hier noch was rum? Nee. Hinter der Tür? Auch nicht. Ja, und ihr seht doch, es ist irgendwie nicht sauber verarbeitet, ne? Also, sind wir ehrlich. Aber es ist eine Testversion hier, ne? Sowas. Aber ich glaube, das kennen wir auch schon. Das ist für... Ah, hier. Kann ich euch mal zeigen. Ja, ihr geht hier ran. Das ist, da sind 7,7 Liter drin. Wir haben jetzt eine leere Flasche gefunden hier. Eine leere Propangasflasche. Da geht ihr mit Q einfach ran. Dann steckt die hier dran. Und dann drückt ihr nochmal auf Transfergas. Also nochmal Q. Und dann wird die gefüllt. Hier geht es raus. Hier oben. Ihr seht es. Und hier passen 6 Liter Propangas rein. Und dann können wir mit dem Propangas auch dann etwas anfangen. Schöne Sache. Da gibt es nämlich so einen kleinen Kocher und den werde ich euch noch zeigen. Das machen wir in der nächsten Folge vielleicht. Ich denke, ja, das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Bei der Gelegenheit, heute kommt wieder eine Doppelfolge. Ich mache das einfach, weil, ja, warum nicht? Ne? So, mit E dann einfach wieder nehmen und damit ist eure Flasche voll. Irgendwann sind die Flaschen leer. Ich gehe aber davon aus, dass die, ja, irgendwie wieder voll werden vielleicht oder eine Regenerationsrate haben oder was auch immer. Irgendwas wird schon sein. Dass es passt. So, das esse ich gleich mal. Das ist sowieso nicht viel wert, also können wir das auch essen. Und wie gesagt, hier haben wir ein paar wirklich schöne Sachen gefunden. Das ist echt schön. Ja, hier unten. Oh, was ist denn hier unten? Nee, nicht so weit. Hallo? Oh, was ist denn das für eine Stufe? Oh, wow. Ja, und das ist das, was ich meine, ne? Also, ich komme hier nicht ran. Cool. Ich komme hier nicht ran. Nein! Ah. Ich habe den Eindruck, ich hänge irgendwie. Toll. Nein, Totz, bitte nicht. Furchtbar. Furchtbar. Na, irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Ich mache mal die Lampe an, das geht nicht, okay. Dann gehe ich hier drüben nochmal raus. Ja, ist irgendwie komisch, ne? Der Mond geht schon auf, oder? Ist die Sonne am Untergehen? Ne, ist die Sonne. Okay, wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Muss ich hier rumlaufen? Na, dann ist das so. Ja, also der dampft auch ziemlich, den wir gerade hier vernichtet haben, den Zombie, ne? Das sollte eigentlich, glaube ich, auch nicht so sein. Ja, es gibt hier viele Orte, wir haben viel zu tun. Wir werden es uns auf alle Fälle anschauen. Ja. Mir ist dazu eigentlich nichts zu sagen und das ist die ganze Geschichte. Ich habe, wie gesagt, gestern 5,5 Stunden dran gesessen, das hier auf den Stand nochmal zu bringen, weil mir das mit den Kisten nichts war. Das war einfach blöd. Die erste Version war so super gelungen. Da lief alles so perfekt. Dann hatte ich diesen Bug am Ende und, naja, was willst du machen? So. Komme ich hier ran? Ich komme nicht an die Kiste, ne?
würde gerne die Kiste mitnehmen. Ich würde mal reingucken, damit sich das... Oh, das lohnt sich sehr. Oh, der Kuchen ist abgelaufen. Jetzt ist er weg. Okay. Schade. Nein. Das kannst du nicht glauben, ne? Das kannst du wirklich nicht glauben. Also den Steg sollte da nicht nehmen. Der ist nicht gut. Ich habe immer noch die Kiste am Mann. Das ist sehr gut. Ja, und das war die zweite Aufnahme gestern. Die lief halt relativ gut. Aber sie war ein bisschen buggy, ne? Ja, das ist halt dann so. Das kannst du nicht ändern. So, ich mach das jetzt mal. Ich leg das jetzt mal hier hin. Ich mache mal die Lampe an, dass wir was sehen. Ich hole jetzt noch drüben unser Zeug. Und dann ist es das, ne? An das andere komme ich jetzt nicht ran. Ist auch nicht so wichtig. Ihr könnt genauso wieder die Autos zerlegen. Ihr müsst bloß den Vorschlaghammer finden oder selber herstellen. Wo der hier ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, bei den Westernhäusern. Es kann sein, dass es hier noch einen zweiten Tunnel gibt. Ich habe da noch so eine Formation gesehen, als ich den Tunnel, den wir gefunden haben, nochmal durchsucht habe. Entschuldigung. Da habe ich nochmal eine Formation gesehen und diese Formation sah aus wie ein Tunnel und auch in relativer Reichweite, sage ich mal. Aber ich will mich da nicht festlegen. Er war genauso kurz programmiert wie der, wo wir durchgeschlüpft sind. Und von daher, ja. Ich hatte... Übrigens gibt es noch eine Information. Es gibt noch einen vierten Spawnpunkt, habe ich gefunden. Ich bin nämlich von dem Spiel, habe aus Versehen nicht gedrückt, das geladene Spiel zu laden, sondern neues Game. Und da bin ich an dem vierten Spawnpunkt rausgekommen. Es gibt also ein zweites Haus. Kurz gesagt, es ist ziemlich weit da hinten. Es ist mit Abstand nicht so nah wie diese Spawnpunkte, diese zwei Zelte. Es ist ziemlich weit. Und ja... Das ist das Ende vom Lied. So, ziemlich weit ist es halt. So, ich nehme das mal hier raus. Dann könnt ihr das mit dem Mausrad so ein bisschen wegbewegen. Ne? Mit Q und R könnt ihr das drehen und dann mit der linken Maustaste abstellen. Oder mit der rechten fliegt es dann durch den Raum. Das ist es. Und ich muss mal ganz kurz schauen. 4,79. 4,8. Das heißt, wir haben jetzt 550 Milliliter. Ja, da sind irgendwo ein paar verloren gegangen. Aber dann ist das so. Normalerweise macht es 1:1, aber ihr seht, auch da ist ein bisschen buggy. Vielleicht braucht er 200 Milliliter zum Warmwerden, ich weiß es nicht. Na, keine Ahnung. Wir haben auf alle Fälle eine zweite Axt gefunden und das ist wunderbar. Deswegen, ich will eigentlich auch gar nicht so viel hier zerhacken normalerweise in dem Haus, weil das einfach vielleicht zu schade ist. So, das nehme ich mal raus, was hier Waffen sind, Werkzeuge, das ist sehr gut. Das ist voll. Dann tun wir das hier rein. Waffen haben wir hier. Machen wir mal dazu. Da waren Pfeile, genau. Hier haben wir noch Munition. Was ist denn das? Rifle-Ammo. Oh, M4. Können wir gleich mal laden. Entschuldigung. So, dann haben wir Holz. Ein bisschen Sonstiges. Ja, das kommt hier mit rein. Da brauchen wir selber nicht so viel schnipseln. Das ist gut. Dann haben wir hier Panzertipp. Ja, das steckt auch wieder nicht. Das ist genau dasselbe, ne? Ist halt so. Ich nehme das mal raus hier. Das können wir noch hier mit rein tun vielleicht. Hier haben wir auch noch was. Können wir das mit rein tun? Und ich tue die jetzt mal hier mit rein. Die sind eigentlich woanders gelagert, aber das ist unterm Strich, ja. So, hier habe ich volle Propangasflaschen. Da können wir die dazu tun. Und natürlich das, ne? Geld und etc. Ihr seht es. Ja, morgen werden wir natürlich dann uns ein... auf dem Weg machen, dass das dann läuft. Ich muss mal sagen, unser Leben geht ein bisschen runter durch diese Lebensmittelvergiftung, aber es hält sich in Grenzen. Für mich ist das in Ordnung. Machen wir jetzt auch keine Welle. Das ist halt dann so. Okay. Wir werden das schon überleben, ne? Hoffe ich. Und wenn nicht, dann spawnen wir ja hier wieder. Ich muss überhaupt mal schauen, mussten wir noch ein... Ich warte, das mussten wir ein Bett machen. Spawnt mir immer auf dem Bett oder wo sind wir denn immer gespawnt? Ich weiß das gar nicht mehr. Das kann ich mal hier rein tun, ja, den Eimer lasse ich mal. Wir haben, Dünger haben wir hier, Manor ist hier in dem Koffer. Das haben wir von der weißen Farm, wo wir am Anfang alles so ein bisschen vorbeigegangen sind, mal kurz durchgelootet haben, aber eben nicht viel gemacht haben. So, ich glaube, ich kann
Das kann ich noch zurücktun, jawohl. Genau. Und dann kann ich das hier mal essen noch. Oder ist das weg? Entschuldig bitte. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Tag 4. Bedanke mich fürs Zuschauen. Heute Nachmittag. Ich sage es nochmal. Heute Nachmittag kommt gleich wieder ein zweiter Teil. Wir machen gleich einen zweiten Teil hinterher. Solange ich hier dazu Lust habe und solange mich die Bugs noch nicht nerven, tun wir das gleich mal ein bisschen komprimieren alles, dass wir mehr Folgen bringen. Also, dann macht's gut. Bis morgen früh. Ciao, ciao. Auf bald.